Bei HWK TV dreht sich heute alles um den Traum auf zwei Rädern. Ob entspannt cruisen am Rhein, flott mit dem Roller durch die Stadt oder Volldampf auf der Rennmaschine. Sommerzeit ist Motorradzeit. Da herrscht natürlich nicht nur Hochbetrieb auf den Straßen, sondern auch in den Werkstätten der Zweiradmechaniker. Wir haben bei drei Handwerksbetrieben reingeschaut. Im flotten Galopp auf einer Sportmaschine über die Landstraße reiten. Das ist der Traum auf zwei Rädern von Stefan Schmidt aus Altendietz. Ein Traum, den sich der ehemalige Motorradrennfahrer auch heute noch immer gern in seiner Freizeit erfüllt, den er aber auch seit 15 Jahren in seinem Alltag als Unternehmer auslebt. Und das ist das sympathische Gesicht hinter dem Visier. Stefan Schmidt und sein Team machen hier PS-Träume wahr. Eine eingeschworene Mannschaft mit Benzin im Blut und einem eindeutigen Bekenntnis. Ich lebe Motorrad und bin Motorrad und kann natürlich auch den Leuten da einiges mehr vielleicht erzählen wie andere, weil ich weiß, wie so ein Motorrad funktioniert. Sein Wissen von der Rennstrecke bringt der frühere Motorsportler in das Werkstattleben ein, packt selber mit an, probiert aus. Davon profitiert auch der handwerkliche Nachwuchs. Stefan Schmidt bildet seit Jahren aus und erläutert seinen Lehrlingen, wie ein Motorrad tickt, denn das Thema Ausbildung ist für mich sehr wichtig. Also wir haben dieses Jahr zwei neue Lehrlinge eingestellt und ich setze auch eigentlich auf die Jugend und möchte in meinem Unternehmen Lehrlinge ausbilden, die ich nach der Lehrzeit auf jeden Fall hier wieder beschäftigen kann. Der Unternehmer lässt seinen Worten Taten folgen. Schmidts jüngster Sprössling hat erst vor wenigen Tagen mit der Lehre begonnen, ist aber schon Feuer und Flamme. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass es auf jeden Fall mein Traumberuf ist. Kfz-Mechatroniker, ich durfte schon viel machen. Ich durfte an Motoren rumschrauben, mir wurde gezeigt, wie man Ventile einstellt, wie man Reifen montiert. Ich durfte auch schon selbst Öl ablassen, Öl wieder reinfüllen. Manchmal sogar schon Inspektionen fast selbst machen. Also der Gesell hat mir immer über die Schulter geschaut. Hat mir alles erklärt, wie ich das mache. Und ja, ich will auf jeden Fall den Beruf behalten und nicht wechseln. So bildet der Betrieb seine Spezialisten selber aus. Und die braucht man hier auch. Die Anforderungen sind hoch, Lösungen von der Stange eher verpönt. Wir bauen dem Kunden das Motorrad, was er haben möchte. Lackierung, Motorleistung, hier ein Carbon-Teil, da andere Reifen, andere Felgen, anderen Auspuff. Also alles, was man machen kann für die Fahrzeuge. Und das natürlich alles mit TÜV, so dass man ganz gefahrenlos auf der Straße fahren kann, ohne dass man angehalten wird. Kein Wunder also, dass Biker aus ganz Deutschland hier Kunde sind und zufrieden wieder Richtung Heimat düsen. Technik ist das eine, aber nicht alles. Denn das Auge fährt ja mit. Und das beste Stück sollte zur Hochsaison einen perfekten Auftritt hinlegen. Für glänzendes Aussehen sorgen die Experten des Lackiererhandwerkes wie die im Unternehmen Heimann aus Geisig im Rhein-Lahn-Kreis. Mit Farbe, Kreativität und dem Blick fürs Detail entstehen kleine Kunstwerke oder verschwinden Unfallspuren wie von Zauberhand. Ob kleine Beule im Moped-Tank oder kompletter Neuaufbau, ob Zweirad oder Vierrad, das Kfz-Lackiererhandwerk verlangt nicht nur ein ruhiges Händchen, sondern ist farbenfroh und abwechslungsreich. Wir lackieren Oldtimer, setzen alles in Stand, machen PKWs von Versicherungen, Firmen, wir kriegen Motorräder, wie jetzt auch hier der Harley-Tank. Wir machen Wohnmobile, Industrielackierung, einfach alles. Alles, aber richtig, pardon. Perfekt. So wie Timo Sauerwein. Der hat gerade als Jahrgangsbester seine Gesellenprüfung zum Lackierer abgelegt und löst einen kniffligen Fall. Die Neugestaltung eines Harley-Davidson-Tanks. Der Kunde sagt, was er gerne hätte, die Handwerker setzen es um. Vom fast 50 Jahre alten Fiat über den schnittigen Rennwagen, einen BMW aus den 60ern bis zur Komplettrestaurierung einer alten Vespa. Ein Job mit echter Abwechslungsgarantie. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen in der Region ein amerikanisches Polizeimotorrad begegnet. Dann hat Handwerksmeister Lutz Böning seinen Blaumann gegen die Dienstuniform getauscht. Wir haben den Überzeugungstäter mit der Kamera eingefangen und uns auf die Spuren seiner Zweiradleidenschaft begeben. Route 66 Atmosphäre kommt auf, wenn Sheriff Böning mit seiner Polizei-Harley an Rhein und Mosel unterwegs ist. Lutz Böning bietet die ganze Zweiradpalette, von der klassischen Straßenmaschine bis zum rollenden Exoten. Oberste Priorität hat für ihn aber die Leistung in der Werkstatt. Schlechter Service ist für den Handwerksmeister ein Kapitalverbrechen.
Was in der heutigen Zeit natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist der Service für die Motorräder. Und das bedarf natürlich einer umfangreichen Wartung und Pflege durch geschultes Personal. Und diese Wartung übernehmen wir in unserer Werkstatt. Des Weiteren haben wir ja in unserer Unterabteilung Zylinderschleiferei eine Motoreninstandsetzung, wo wir defekte Motoren von Oldtimer, von neueren Fahrzeugen zylinderschleifen können, bohren können, überholen können und instand setzen können. Das ist eine ganz interessante Aufgabe und das machen wir schon seit Anfang der 80er Jahre und damit haben wir ganz gute Erfolge erzielt. Wenn dann handwerkliche Präzision und unternehmerische Kreativität zusammentreffen, kann sogar eine Original-US-Polizei-Harley über den großen Teich nach Koblenz gelangen. Das ist also eine Harley-Davidson aus USA. Das ist von einem Sheriff in Kalifornien gefahren worden, ist eingesetzt worden für Verkehrskontrollen auf dem Highway. Wir haben es eingekauft von einem deutschen Importeur, der es direkt aus USA hier über einen großen Teich geschippert hat. Und wir haben den TÜV und die Straßenzulassung davon übernommen. Das Herz des Unternehmens schlägt hier in der Werkstatt. Kein Fall bleibt ungelöst, ob nun Umbau, Reparatur oder Wartung. Im Familienunternehmen von Lutz Böning greifen 8 Mitarbeiter zum Werkzeug und sorgen auf Wunsch für wahre Verwandlungswunder. Unter ihren Handgriffen wird aus einem normalen Sportmotorrad ein Rennunikat. Und Böning wäre nicht der Motorrad-Sheriff, würde er seinen Kunden das passende Sicherheitstraining für solche Extremumbauten vorenthalten. Zum Thema Zweirad hier noch der aktuelle Tipp. Seit April 2006 brauchen auch Motorräder eine AU-Plakette. Die Prüfung darf nur in autorisierten Werkstätten erfolgen. Betriebe, die die Abgasuntersuchung anbieten wollen, müssen an einem Lehrgang teilnehmen, der als Tagesseminar Spezialwissen vermittelt. Erst dann dürfen diese Werkstätten die AU-Plakette vergeben. Die Handwerkskammer Koblenz ist zur Durchführung dieser Lehrgänge berechtigt, die sich an Betriebe des Kfz- und Zweiradmechaniker-Handwerks richten. Neben einem theoretischen Teil wird umfangreiches praktisches Wissen vermittelt. Der nächste Lehrgang findet im November statt. Anmelden kann man sich ab sofort. Weitere Informationen bei der HWK Weiterbildung. Telefon 0261 398 415 oder im Internet unter www.hwk-koblenz.de. Soweit der Blick ins Handwerk für heute. Nächste Woche zeigen wir Ihnen, welche Traumwelten man mit Fliesen und Keramik zaubern kann. Dann berichten wir unter anderem von der Ausstellung Farben, Fugen und Formate.